Das ist sehr freundlich. Die Heute-Show, meine Damen und Herren. Danke sehr. Na, fühlen Sie sich auch so seltsam leer, weil Obama wieder weg ist? Was war das für ein schöner Staatsbesuch? Der amerikanische Präsident zum letzten Mal in Deutschland. Die traurigen Abschiedsbilder am Flughafen. Zwei ganze Tage lang hat er unser bedeutungsloses kleines Bausparerland mit seinem Glamour veredelt. Wirklich. Der Typ ist so cool. Neben dem wirkt einfach jeder wie eine Hausfrau aus der Uckermark. Ne? Nur, ist ja so, nur Obamas Reiseplanung, die gibt dem einen oder anderen noch große Rätsel auf. Ja, es hat ja ein gewisses Erstaunen auch ausgelöst, wohl auch in den Vereinigten Staaten. Warum um aller Welt fliegt Barack Obama nach Hannover? Welcher gesunde Mensch fliegt freiwillig nach Hannover? Ne? Wahrscheinlich war der Pilot besoffen. Ich meine, eine andere Erklärung gibt's ja nicht. Insgesamt muss man sagen, wirklich ein sehr gelungener Besuch. Gut, eine kleine Irritation gab's ganz kurz nach seiner Landung. Da stand nämlich das Wachbataillon falsch. Haben Sie es gesehen? Ey, ihr Penner, ihr steht zu weit vom Teppich weg. Hä? Echt? Trippel, Trappel. Das war knapp. Das war sauknapp. Ja, da wurde ein diplomatischer Eklat in letzter Sekunde verhindert. Obama hat schon wegen weit weniger Drohnen losgeschickt, Freunde. Das Problem ist, als Laie, da weißt du halt so wenig über die Geflogenheiten des internationalen Protokolls. Wenn man das Wachbataillon mal genauer betrachtet, was die machen, die präsentieren das Gewehr, wie wir gesehen haben. Aber jetzt kommt es, folgendes wichtige Detail. Die Gewehre sind nicht geladen. Nein! Nicht geladen? Wieso denn nicht? 70 Jahre nach Kriegsende? Und die Amis trauen uns immer noch nicht, ne? Welcome, Mr. President. Please step on the red carpet. Yes? Go? Go? Ansonsten wurde natürlich viel über TTIP geredet. Scheitert das Freihandelsabkommen vielleicht doch noch auf den letzten Metern? Und was mich noch viel, viel mehr interessiert, wo war bei Obamas Rede eigentlich die Merkel? Es ist wundervoll, Sie alle hier zu sehen. Und ich möchte als erstes Bundeskanzlerin Merkel für ihre Anwesenheit danken. Warum sitzt sie hinterm Fikus? Ja. Wahrscheinlich glaubt sie, da kann die NSA sie nicht abhören. Ne? Ist es nicht schön, wie schnell der Mensch vergisst? Noch vor kurzem haben wir alle, hat ganz Deutschland über Handyüberwachung diskutiert. Oder über die Selektorenliste, die uns die Amis untergejubelt haben. Alles abgehakt. Auch das Fernsehen will nur noch Romantik. Es gab Küsschen vom mächtigsten Mann der Welt. Küsschen links, Küsschen rechts. Links und rechts und Küsschen. Es scheint ihm zu gefallen. Warmherzig. Wieder ein Lächeln. Sehr entspannt. Überschwänglich. Lachen. Gut gelaunt. Tuscheln. My friend and partner Angela. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Barack. Mein lieber Barack. Ja, auf Deutsch klingt einfach alles wie Musik. Und natürlich musste der liebe Barack anschließend auf der Hannover Messe den üblichen stinklangweiligen Technik-Bullshit über sich ergehen lassen. Hier sowas, oh, guck mal, eine Comedy-Brille mit lustigen Augen. Cool. Beziehungsweise, wozu? Ne? Ja, da ist wohl irgendein Virtual-Reality-Kram in die Brille eingebaut. Da sieht die Merkel dann ihre eigene Hand, und zwar zum ersten Mal in HD. Wer's braucht, ne? Ja, ansonsten war dieser Staatsbesuch natürlich, das haben Sie sicher gelesen, vor allem ein Security-Albtraum für die Bürger von Hannover. Da ging ja wirklich gar nichts mehr in der Stadt. Überall Polizei, totale Überwachung. Sogar, und jetzt kommt's, in den eigenen vier Wänden. Selbst drinnen hat die Polizei strenge Vorschriften gemacht. Wir dürfen nicht winken. und eigentlich auch nicht am Fenster stehen. Ja, das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Ganze Straßenzüge in Hannover durften stundenlang nicht ans Fenster. Tausende von Menschen. Manche Ehepaare haben aus Verzweiflung schon angefangen, sich zu unterhalten, um Himmels Willen. Vielen Dank auch. Ist doch lächerlich, oder? Ja, klar, ein bisschen Security muss sein, aber man kann sich doch auch einfach freuen, dass es trotz allem und nach allem, was passiert ist, noch Deutsche gibt, die dem amerikanischen Präsidenten überhaupt zuwinken wollen. USA! USA! Selber schuld, was guckst du auch so doof? Obamas letzter Besuch in Deutschland, gute Gelegenheit, mal ein bisschen nostalgisch zu werden und sich zu fragen, Barack und die Deutschen, was bleibt da?
War das jetzt Liebe oder sind wir nur noch wegen TTIP zusammen? Wir schalten nach Washington zu Birte Schneider. Birte, hat sich Obama denn noch mal zu seinem Besuch bei uns geäußert? Oliver, der Präsident ist seit Dienstag wieder hier und wirkt tatsächlich, ja, niedergeschlagen. Kein Wunder. Da warst du 2 Tage im pulsierenden Hannover, hast die Atmosphäre dieser verrückten Stadt aufgesaugt und dann sitzt du wieder hier in deinem traurigen Reihenendhaus. Also man merkt schon, dem fehlt Niedersachsen wirklich. Echt jetzt? Nein. Ich bitte Sie, Hannover! Wobei, eins muss man dem Barack ja lassen. Er hat tatsächlich einen der besten Hannover-Witze rausgehauen, die ich je gehört habe. Und ich habe viele gehört. Aber der hier... Ich glaube, ich bin der erste US-Präsident, der Hannover besucht. Und diese prachtvolle Umgebung ist ein Zeugnis der Geschichte und Schönheit dieser Stadt. Die Schönheit von Hannover! Da mussten sogar die Hannoveraner lachen. Ne, ist klar. Obama war so begeistert, der hat direkt seinen Urlaub auf den Bahamas gecancelt und verbringt stattdessen den ganzen Sommer, pass auf, bei Carsten Maschmeyer und Veronika Ferres im Garten. Ja, ich glaube, der Witz ist jetzt im Wesentlichen angekommen. Hannover ist gar nicht so doll, wie man immer denkt. Nee. Aber was ist denn jetzt? Ja, ich habe ihn verstanden. Aber Frau Schneider, was ist denn jetzt unser Fazit nach 8 Jahren Obama? Ja, schon eine coole Sau, der Mann. Wie der zum Beispiel gerade die Merkel gelobt hat für ihre Flüchtlingspolitik. Und dann sagt er auch noch, ohne rot zu werden, man darf Menschen in Not nie den Rücken zukehren. Und dabei hat er selber nur 2500 Syrer aufgenommen. Ich merke gerade, das ist überhaupt nicht lustig. Nee. Ja, komm. Dafür hat er ohne Ende Charisma. Mann, der Typ kann alles. Sogar Comedy. Haben Sie gesehen, mit welchem Gag der sich in Hannover einen fetten Lacher geholt hat? Ja. Guten Tag. Guten Tag, verstehen Sie? Mhm. Kennen Sie guten Tag, Herr Welke? Ja. Kennen Sie? Ja. Kennen Sie? Mhm. Genial, da haut er so raus. Kapier ich nicht. Ja, weil Sie den amerikanischen Humor nicht kriegen, ZDF-Kasper. Die Obama-Bilanz liegt doch auf der Hand. Einerseits gibt's die totale NSA-Überwachung, gnadenlose Verfolgung von Whistleblowern, den furchtbaren Drohnenkrieg, Guantanamo ist auch immer noch auf. Ja, alles richtig. Andererseits, haben Sie ihn neulich in Argentinien gesehen? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Welke, aber wenn ich sowas sehe, kriege ich sofort einen Eisprung. Ich nicht. Birte Schneider, meine Damen und Herren, vielen Dank. Bei mir springt schon lange nichts mehr. So, Freunde. Ich sage das oft, aber diesmal stimmt's. Sensation, und zwar in Österreich. Beim ersten Wahlgang zum Bundespräsidenten holt Norbert Hofer von der FPÖ 35,1%. Und die Ex-Volksparteien SPÖ und ÖVP erleben ihr Waterloo, beziehungsweise ihr Königgrätz. Kleiner Historiker-Gag, ist ja auch egal. So, und jetzt fragen wir doofen Piefkes uns natürlich, was zum Henker ist denn bitte eine FPÖ? Ist ein bisschen schwer zu erklären von außen, angeblich Rechtspopulisten. In jedem Fall, das ist mir sicher, machen sie sehr, sehr gute Wahlspots. Wie hier zum Beispiel die FPÖ-Jugend. Wusstest du, dass tausende neue Asylwerber nach Österreich kommen werden? Das Wasser steht uns bis zum Hals. Das Wasser steht uns bis zum Hals. Ja, dann steig halt aus dem Becken, du Eule. Ja? Also, ich wollte Ihnen das ja erklären. Norbert Hofers FPÖ ist traditionell islamophob,
bisschen fremdenfeindlich. Also im Prinzip wie unsere AfD, nur halt mit deutlich mehr Titten, meine Damen und Herren. Österreich! Österreich, wir müssen dringend reden. Wo ist meine Ösi-Cam? Ach da, da drüben. Liebe Freunde, meine Verehrung. Ich weiß, ihr hasst es wie die Pest, wenn sich der hässliche große Bruder von nebenan einmischt. Ihr habt uns gegenüber Komplexe. Zu Recht. Dabei ist es uns eigentlich relativ wurscht, was ihr da macht in eurem Murmeltiergehege. Wir verstehen auch den Wunsch nach Abschottung. Ehrlich, haben wir ja auch. Schön zu Hause einmuckeln und einfach nicht aufmachen, wenn die Globalisierung klingelt. Aber es wird nicht funktionieren. Und noch was. Norbert ist einfach kein Führername. Denkt da mal drüber nach. Servus! Ach ja. Gut. Man muss Wahlen immer respektieren. Ne? Norbert, die endgültige Entscheidung, die fällt ja sowieso erst bei der Stichwahl im Mai. Der Hofer Norbert gegen irgendeinen Grünen. Keine Ahnung, wie der heißt. So sehr interessiere ich mich jetzt auch wieder nicht für Österreich. Ne? Schade fand ich nur, dass Richard Mörtel-Lugner im ersten Wahlgang gescheitert ist. Leider verloren. Dafür ist er aber ein sehr guter Verlierer. Wen werden Sie denn jetzt bei der Stichwahl unterstützen? Niemanden. Niemanden, du Arsch! Der Mörtel. Österreich, und jetzt kommen wir zum ernsten Teil. Österreich ist leider ein Fenster in unsere eigene Zukunft hier bei uns. Das passiert, wenn große Koalitionen jahrelang bräsig vor sich hinwursteln. Dann kommen am Ende Leute wie Norbert Hofer zum Zug. Mitglied in der legendären Burschenschaft Marco Germania, die sich selbst als Teil des, Zitat, deutschen Vaterlandes unabhängig von bestehenden Grenzen sieht. Das schwarz-rot-goldene Brustbändchen ist für sie Pflicht, auch für Hofer, beim diesjährigen Akademikerball, der Ball für Rechtsextreme und Burschenschafter. Ah, der berühmte Wiener Arschlochball. Ja. Und wieso werde ich da nie eingeladen? Ne? Übrigens ist der Bundespräsident in Österreich nicht nur so ein Grüß August wie der nette ältere Ossi, der bei uns immer die Siegerurkunden unterschreibt. Nein, 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 nein. Nein! In Österreich hat er den Oberbefehl über das Bundesheer. Also über sämtliche 12 Mann. Ne? Das ist natürlich. Ja! Der Bundespräsident kann der Regierung da richtig Druck machen, die sogar entlassen. Zum Glück gibt es in Österreich aber auch, wie wir festgestellt haben, ziemlich coole Journalisten. Und ich sage nochmal, für mich kommt ein Beitritt der Türkei in der Europäischen Union nicht in Frage. Habe ich Sie gar nicht gefragt. Ja. Den Satz möchte ich in deutschen Talkshows viel öfter hören. Ja? Chapeau. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, warum vertrauen so viele Österreicher der FPÖ? Was ist mit denen los? Ja, aber sollen sich unsere Parteien mal gut angucken. Wenn man sich an die Rechten ranwandt, so wie die GroKo in Österreich zuletzt, dann wählen die Leute erst recht das Original. Diese Woche haben sie endgültig Grenzkontrollen am Brenner beschlossen. Und um die Bürger zu beruhigen, laufen morgens im ORF neben dem üblichen Alpenpanorama auch Bilder von den schönsten Grenzanlagen Österreichs. Ah, nichts entspannt mehr als Bilder von Leuten, die nicht ins Land dürfen. So, und damit der Blutdruck direkt wieder raufgeht, liebe Zuschauer, hören Sie nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht. Live aus einem Original Wiener Kaffeehaus in Bielefeld-Brackwede. Bringst mir bitte schön einen Einspänner mit Schlagobers? Dank dir, mein Herrschall. Ach, Österreich. Ich hab immer gedacht, du wärst das bessere Deutschland. Kultiviert, weltoffen. Ihr sitzt im Kaffeehaus und schreibt Gedichte. Während wir Deutschen uns bei Bauersuchtfrau einen runterholen. Und jetzt das. 35% für diesen FPÖ-Schleimer. Tut mir leid, aber jetzt find ich euch scheiße. Und wenn ich so darüber nachdenke, was kam denn je Gutes aus Österreich? Kaiserschmarrn zum Beispiel. Kaiserschmarrn ist überhaupt kein Gericht. Das ist einfach nur ein kaputter Pfannkuchen. Und hier, wie heißen eure schwulen Pferde noch? Lipizzaner, genau, die sind so hässlich, die würde ich nicht mal in meine Lasagne packen. Und dann eure furchtbare Musik. Okay, die frühen Sachen von DJ Ötzi, die waren ganz gut. Aber dieser Mozart konnte gar nichts. Ösis,
Ihr wählt ja blöder als unsere Ossis. Und deshalb habe ich folgendes Gedicht geschrieben. Es heißt der FPÖ-Wähler. Gernot Hassknecht liest ein Wiener Schmähgedicht, das in keiner Hinsicht den Qualitätsansprüchen des ZDF genügt. Der FPÖ-Wähler. Palatschinken, Apfelstrudel, Birne hohl und weich die Nudel. Du machst dir selbst dein Bundesheer durch Inzest beim Geschlechtsverkehr. Egal ob Hühner oder Gämsen, mit beiden tust du gerne Wemsen. Und ist die Gämse einmal schneller, dann geht's zur Schwester in den Keller. Küss die Hand. Danke. Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren. So. Quizfrage. Wer hat mit seinen Dieselkarren die ganze Welt beschissen, trotzdem im letzten Jahr 30 Milliarden Gewinn gemacht und kriegt jetzt noch on top frisches Steuergeld in den Arsch geblasen? Richtig, die deutsche Autoindustrie. War zu einfach. War zu einfach. Ja, die sind echt bei den Bankern in die Leere gegangen. Erst sich selber in die Scheiße reiten und dann den Staat anbetteln. Keiner kauft mehr unsere Diesel. Gebt uns Geld für Elektroautos. Ist kackdreist. Jetzt gibt's ernsthaft diese Woche verkündet, 2000 Euro Subventionen für jedes E-Auto. Das heißt übersetzt, Leute, die der Umwelt zuliebe mit der Bahn zur Arbeit fahren, finanzieren bald irgendwelchen reichen Typen den neuen Elektroschlitten. Wie erklären Sie es einer Erzieherin, die 2000 Euro brutto verdient, dass von ihren Steuergeldern nun Schlitten subventioniert werden, die 60.000 Euro kosten? Natürlich profitiert jeder davon, der sich ein Elektrofahrzeug kauft. Am einfachsten merkt das die Erzieherin, wenn ihr Mann bei Bosch oder bei einem Automobilhersteller oder einem Zulieferer beschäftigt ist. Ja, soll die blöde Erzieherin einfach einen Kerl von Bosch heiraten. Ne? Kann sie dem samstags immer schön sein Elektroauto putzen. Wieso kriegt so eine schweinereiche Branche überhaupt Subventionen? Für was? Die haben viel zu spät auf den ganzen Elektrotrend reagiert. Genau übrigens wie beim autonomen Fahren. Da hinken wir auch total hinterher. Ich aber prophezeie euch. Dann wird es Taxis geben, die kommen bei mir zu Hause vorbei und da sitzt keiner mehr drin. Verrückte Geschichte. Das ist ja Wahnsinn. Gut, wenn das passiert, vielleicht hat sich der Fahrer auch einfach zum IS nach Syrien abgesetzt. Oder er studiert wieder, man weiß es nicht. Übrigens wird die blöde E-Auto-Kaufprämie die Nachfrage natürlich nicht erhöhen. Das eigentliche Problem ist doch die fehlende Infrastruktur zum Aufladen und dass die Teile viel zu teuer sind. Und wie es der Zufall will, genau heute treffen sich Vertreter der wichtigsten deutschen Autohersteller zu einer Konferenz, um gemeinsam das Thema Elektromobilität voranzubringen. Für uns vor Ort Dennis Knossalla. Dennis, wie haben denn unsere Autobauer die Prämienentscheidung der Bundesregierung aufgenommen? Oliver, die Entscheidung für die E-Auto-Prämie ist ja erst in der Nacht zum Mittwoch gefallen. Wie sehr sich die Vertreter der Autoindustrie jetzt darüber freuen, ist für mich von außen natürlich schwer einzuschätzen. Es war ja aber auch kein Sieg auf ganzer Linie. Die wollten ursprünglich 5.000 Euro Förderung, jetzt sind es nur noch 4. Und davon müssen die Autobauer sogar die Hälfte selber bezahlen. Also das war schon eine kleine Enttäuschung. Herr Welke, ich sag's ganz ehrlich, für meinen Geschmack wird zurzeit etwas zu viel auf der deutschen Autoindustrie rumgehackt. Die brauchen jetzt wirklich Hilfe nach dieser Dieselkrise, die sie selber verursacht haben. Hier geht es schließlich um Arbeitsplätze. Ach ja, die Frauenquote im Aufsichtsrat. Ja. Ich begrüße jetzt Herrn Dr. Löb vom VW-Vorstand. Jetzt gibt es also diese Prämien. Kann es sein, dass Ihre Branche die Entwicklung des Elektroautos auch so ein bisschen verpennt hat? Naja, wir wollen jetzt aber schon noch sachlich bleiben, bitte. Ne? Wir hatten ja gar keine Zeit, Elektroautos zu bauen. Wir waren komplett ausgelastet mit der Entwicklung neuer Schummelsoftware. Was soll man sonst noch alles machen? Schade ist natürlich, dass umweltfreundliche Verkehrsmittel scheinbar nur mit Prämie verkauft werden können. Und das E-Auto ist ja nur der Anfang. Die Ingenieure von Volkswagen arbeiten gerade an einem Prototypen. Sie nennen es das Fahrrad. Ja, Feinstaubemissionen gleich null. Dafür wollen sie allerdings noch mal eine Milliarde Subventionen vom Staat. Klar, sonst lohnt sich das ja gar nicht. Außerdem in Arbeit das sogenannte zu Fuß gehen. Die Idee ist, man setzt einen Fuß vor den anderen. Aber das ist im Moment natürlich noch Science Fiction.
Natürlich. Dennis Knossalla, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Dennis Knossalla. So. Und jetzt wende ich mich mal gezielt an unsere älteren ZDF-Zuschauer oder anders gesagt an die ZDF-Zuschauer. Wissen Sie noch ganz früher in der Heute-Show? Damals, als noch dieser gut aussehende, schlanke Typ mit dem vollen Haupthaar moderiert hat, er hier, ja. Da gab es noch diese eine lustige Partei namens FDP. Die fand ich immer süß, oder? Sie auch? So, und jetzt kommt der Hammer. Die kommen gerade voll zurück. 8% bei Forsa. Bester Wert für die FDP seit Jahren. Letztes Wochenende war deren großer Parteitag in Berlin. Was war da so die Kernbotschaft? Nie, nie, nie wieder FDP wählen. Gut, da wäre ich auch von alleine drauf gekommen, aber trotzdem danke. Wobei, müssen wir fair sein, wir reden ja jetzt von der neuen FDP. Das ist kein Spaß, die haben sich in Berlin wirklich komplett neu erfunden. Und zwar als erste voll digitale Partei Deutschlands. Deswegen ja auch das offizielle Parteitagsmotto von Berlin, Beta Republik Deutschland. Was immer das bedeuten mag. Beta, das ist das Entwicklungsstadium einer Software, die schon einmal probe- und testweise Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Ah, die FDP ist also eine Software, die mir testweise zur Verfügung gestellt wird. Das ist ja nett, das ist ja nett, oder? Hatte ich zwar gar nicht bestellt, aber egal. Ne? Tatsächlich ist das ganze Beta-Gedöns natürlich nur Verpackung. Innen drin ist es im Prinzip derselbe Quark wie früher. Ne? Eigenverantwortung, weniger Staat, bla bla bla. Trotzdem, ich muss sagen, das neue FDP-Design ist interessant. Echt jetzt? FDP, das Malbuch für Erwachsene? Ich wusste nicht, dass es so schlimm steht um den Laden. Liebe Liberale, wie erkläre ich euch das jetzt? Am besten so. Muss ja jeder selber wissen. Ach, komm. Ja, gucken wir mal statt Design lieber auf die Inhalte. Die FDP fordert jetzt unter anderem eine flexible Rente. Jeder soll im Prinzip in Rente gehen können, wann er will. Prima, verhungert man halt, ne? Ey, FDP, einfach was fordern, ohne konkrete Finanzierungsidee. Damit seid ihr endgültig auf einer Stufe mit den Grünen. Das hat gesessen. Also, Sie haben aber wieder gar nichts verstanden. Bitte? Die FDP 2.0 braucht kein fertiges Programm. Die ist eine Software in der Entwicklungsphase. Einfach mal was ausprobieren, auch mal scheitern, mit Anlauf was verbocken, das kennen Sie doch. Und ich sage, wir müssen uns dieser neuen FDP mit einer völlig neuen Art von Fernsehen nähern. Och nö, bitte nicht schon wieder das blöde FDP-TV. Natürlich nicht. Hallo, wir haben 2016. Herzlich willkommen zu FDP-Web-TV. Oh. Doch nicht. Die Shirts, die sind ja jetzt noch hässlicher als früher. Das sind die neuen Parteifarben. Oliver, nur weil Ihr Handy noch mit Dampf betrieben wird, verweigern Sie sich der digitalen Zukunft und begreifen einfach nicht. Oh, Mann. Scheiß Computergenerve. Wir sind ein digitales Entwicklungsland. Überlegen Sie mal, in weiten Teilen Deutschlands ist es unmöglich, gleichzeitig Netflix und Internetpornos zu gucken. Da muss was passieren. Jeder ist für schnelles Internet. Aber wer soll die Leitung bezahlen? Das ist doch die entscheidende Frage. Ich will mehr Internet. Da kann ich genauso gut sagen, weiß ich nicht, ich will mehr Schokolade. Ja, sicher. Das will die FDP ja auch. Ich weiß, dass Schokolade dick macht und trotzdem esse ich unglaublich gerne Vollmilch-Nussschokolade, möglichst mit Vollmilch dazu und freue mich daran. Und warum tue ich das? Weil ich es will. Weil ich es will. Das ist FDP pur. Ich entscheide. Und wenn ich Bock habe, mir meine Nüsse mit Schokolade zu überziehen, dann mach ich das. Es geht den Staat nämlich nichts an. Also, Herr Ring, der Staat interessiert sich doch gar nicht für Ihre Nüsse. Sagen Sie das nicht.
Es ist offen, Sie kapieren es einfach nicht, oder? Sie kapieren es einfach, diesen ganzen Spirit der neuen Liberalen. Was für ein Spirit? Ich würde mir aber auch mehr Justin Trudeau Spirit wünschen, wo man sagt, es ist 2016. Es ist doch selbstverständlich, Diversity und Qualifikation sind keine Widersprüche. Hat's jetzt geklingelt? Es ist 2016, Baby. Ja, danke, Baby, ich habe auch einen Kalender. 2016, Diversity, Klugscheißerei. Das ist doch nicht mehr meine FDP. Keine Angst, Großvater, deine FDP gibt's natürlich auch noch. Und die klingt auch noch genau wie früher. Deutschland braucht die Erneuerung. Wir können nicht brauchen das Verschleudern von Kapital für soziale Wohltaten mit der Gießkanne. Siehste, die Drohne Willi läuft noch komplett analog. Vieles ist noch so, wie Sie das von früher kennen. Auch die neue FDP will Zeitarbeit und Werkverträge nicht weiter regulieren. Also mehr Ausbeutung. Und damit das keiner merkt, reden wir ganz viel von Beta und Diversity und German Mood. Immer gefilmt mit mehreren Kameras, mit sinnlosen Schnitten und cool und neu und jung und anders und hip und so. Aha. So, und mit was zieht die FDP dann bitte in den nächsten Bundestagswahlkampf? Da schnallen Sie sich mal schön an. Wir lassen nicht zu, dass die Menschen durch German-Angst klein gemacht werden. Wir wollen jeden Einzelnen durch German-Mut groß machen. Die neue FDP. Wir machen groß. Viel Spaß. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Vielen Dank. FDP Web TV. Wo ich es so sehe, muss ich zugeben, ich bin nicht direkt der Polohemd-Typ. Ne? Das Gefühl, ich möchte mir selbst ein Paket zustellen. Natürlich, liebe Zuschauer, kann man auch was Positives sagen über die neue FDP. Zum Beispiel, dass sie nicht die AfD ist, zum Beispiel mal. Ne? Lutz van der Horst, im Grunde ja längst sowas wie das inoffizielle Maskottchen der Liberalen, war für uns in Berlin dabei. Hallo, mein Name ist Lutz van der Horst. Ich bin heute bei der FDP und die sind jetzt digital. Denken die. Die Krawatte, ist die aus diesem Breitband, von dem man immer so viel hört? Was ist denn Breitband eigentlich? Ich kann Ihnen die digitalisierte Welt nicht erklären, mache auch gar nicht den Versuch. Ich unterwerfe mich ihr einigermaßen und behalte den Kopf als Steuerungsmoment bei. Heißt es der Floppy oder die Floppy? Ich kann mich an meine älteste Tochter erinnern, die hatte ein kleines Plüschtier, das hieß Floppy Hansi. Ja. Das war ein Hase. Da kenne ich mich auch. Also der Floppy, der Floppy Hasi. Ja. Richtig. Ja, die Floppy. Oder haben Sie noch die Datasette? Nein. Sie haben schon Floppy. Floppy. Der Mann ist fortschrittlich. Ihre Partei will ja ins digitale Zeitalter. Nutzen Sie Siri? Und wenn ja, versteht Siri Sie ohne Untertitel? Ich brauche Siri nicht, weil ich alles jetzt verstehe. Siri ist ja nur ein Hilfsinstrument. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Alles ein bisschen abgenommen. Irgendwie, oh, das ist nett. Die Frisur ist die gleiche geblieben, aber sehr schlank. Flirten Sie gerade mit mir? Mit Ihnen nicht, mit Sicherheit nicht. Schade. Ich bin traditionell orientiert. Ja. Wie fühlt sich das an, wenn die FDP fast alle alten Gesichter ausgetauscht hat, außer Ihres? Dem ist nicht ganz so. Herr Brüderle ist da und die früheren Gesichter sind zum Teil noch da. Und ich freue mich natürlich, dass meins auch noch da ist. Ich bin jetzt... Sieht doch noch gut aus. Ja, gut. Also, ja. Ich mache auch einen guten Eindruck, sehe jünger aus, als ich wirklich bin. Und ich bin jetzt schon seit 45 Jahren oder mehr in der Partei. Ich bin sein Follower. Also, ja, bitte, followen Sie ihn. Ich followe ihn und finde alles gut, was er macht. Das ist meine Nachbarin. Das ist Ihre Nachbarin? Nein, seine Tochter. Welcher Handytyp sind Sie, Nokia oder Siemens? Ja, eher Siemens. Schönes neues Siemens-Handy, kann man nichts gegen sagen, oder? Herr Kinkel, sind Sie noch analog oder sind Sie schon digital? Tja, die Antworten von Klaus Kinkel dürfen wir leider nicht senden. Das hat er uns verboten. Und daran halten wir uns auch. Aber das Verbot zu senden, das hat er uns nicht verboten. Ich war nicht sehen. Also, ja, okay.
Moment. Ich warne Sie wirklich, weil da kann ich pampig sein. Okay. Und zwar so, dass Sie es merken, das hat dann mit Kulturfreiheit nichts mehr zu tun. Dazu schreibe ich heute einen Kommentar in der Heilbronner Stimme. Okay, ja. Den werde ich definitiv nicht lesen. Sie sind natürlich total modern. Ich sehe, darf ich das gerade mal sehen, Sie haben ein gebackenes Ad-Zeichen in der Hand. Das ist kein, das ist ganz normale Brezel. Das ist ein Klammeraffe. Das ist ein ganz normale Brezel, hat hier 2 Euro gekostet, etwas über den normalen Marktpreisen. Schönen guten Tag. Herr Wanderhaus, lange nicht gesehen. Ja, stimmt. Geht's Ihnen? Herr Lindner, muss es Politik sein? Hätte es nicht ein Comedy-Kanal auf YouTube getan? Ach, wissen Sie, bei Ihnen sieht man, die Grenzen sind fließend. Sie sind ja jetzt Sozialdemokrat. Ich erinnere mich, Sie wollten mal FDP-Mitglied werden. Ich gehe immer dahin, wo die Not am größten ist. Ja. Darum bin ich heute auch wieder hier. Ja. Das erste Zeichen wäre Hashtag. Hashtag, ach, das ist ja hier, das hier, nicht? Sehr gut, richtig. Das zweite Zeichen, Klammeraffe. Klammeraffe? Irgend sowas, ja. Richtig. Apostrophgiraffe. Apostrophgiraffe? Kann eigentlich nur so sein. Ja, korrekt. Kommasack. Komma? Der Kommasack. Der Kommasack? Komma ist das, ja. Und der Sack? Geht noch der Sack. Sehr gut. Woher wissen Sie das? Intuition. Sehr gut. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank. Lutz Wanderhorst bei der digitalisierten FDP. So. Viel besser. Und dann gab es diese Woche noch einen denkwürdigen Jahrestag, 30 Jahre Tschernobyl. Das erfordert viele, viele Live-Schalten und natürlich mutige Reporter. Es gibt ja immer noch eine 30-Kilometer-Sperrzone. Sie stehen mittendrin. Wie gefährlich ist das? Ja, wir stehen jetzt hier im Grunde genommen von dem Reaktorblock so 150 Meter entfernt, der damals explodiert ist und danach durch den Brand natürlich auch noch weiter beschädigt wurde. Ja, hier ist noch Strahlung. Also ich habe hier mal dieses Messgerät, das wir bei uns haben, und das schlägt auch natürlich deutlich an. Ich mache es jetzt nur mal während der Schalte aus, sonst stört das so. Problem gelöst, und wer braucht schon Haare? Das war die Heute-Show. Jetzt kommt das literarische Quartett. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, schönen Abend.